laufe gerade literally seit 2 Stunden mit Headphones rum. Und wenn ich in der Englischvorlesung bin, und nehme hier an der English Class teil, Neu-Ulm City, die Parks werden besucht. Sehr schön. Das Haus. Und wie ist die Vorlesung von zu Hause? Ja, aus dem Glacis-Park war es ja auch ganz fein. Wir wurden dreimal gecatcht, wie wir hier wieder Deutsch geredet haben. Und das vorne hier wegfallen, ja. Komm so, Junge! Ja. Nachmittaglicher Einkauf. Wir sind gerade drauf gekommen, wie wenige Shorts wir haben. Und dass ein paar dieser Shorts, oder so ein Schnicksen hier, ja. Schnicksens paar dieser Shorts, ein altes von Ratzinger ist, mit denen er immer tief in die Squats gegangen ist. Ja, Ratzinger, schaust du die Vlogs an? Sieht man dich mal in Neu-Ulm. Ist eine gute Hose, H&M. Familie besuchen, Ratzinger. Ist jetzt erlaubt, ja? Familie besuchen. Könnte exzessiv werden bei uns, weil der WG verschiedene Familien ein- und ausgehen. Aber, ja, Bioladen. Ich bin nur unterwegs für ein Glas schöne Bio Peanut Butter Crunchy. Ja, ich auch. Und Schnicksen braucht O-Saft und Milch und eigentlich auch alles. Und sonst alles. Wir kaufen richtig ein. Ja, Rewe Markt, 10.000 Schritte des Tages. Ich habe eigentlich nur noch 900 Schritte gebraucht, deswegen gehe ich los für eine Peanut Butter. Nur Essentials, ja. Raus zum Einkaufen. Und was sagt sie zu meinem neuen Oversized Shirt? Guter Look. Schnicksen gefällt. Frim bestimmt auch, weil der schon sagt, dass ich immer zu teilte Sachen trage. Okay, hey. Oddly aggressive. Ah, hast du vor ein paar Jahren gekauft? Letztes Jahr. Hey, das ist eine geile Cap. Natürlich. Gefällt mir. Guter Look. Jetzt. Ciao. Ja, leider nur Größe M Eier. L kostet das gleiche. Aber gut, was willst du machen? Hey, halten Sie Abstand von mir. Hä, das ist doch riesig. So ein Kauf wie dann. Mach mal Banana for Size. Das Banana ist halt echt. For Scale. Und das sind relativ kleine Bananen. Ja gut, der ist ein Witz. Und der kostet halt immer noch 1,40. Nährwerte hat ein Eisbergsalat übrigens keine. Also Nährstoffe. Ja. Im Endeffekt ist das nichts. Im Endeffekt zahlst du für nichts. Geh weiter. Es gibt noch ein einziges. Palmfett, nur 92% Erdnüsse, Zucker, maximaler Troll. Ah, übrigens, nächstes Mal gerade schon gemeint, Dani und Steph, wenn ihr uns mal besuchen kommt, müsst ihr vorher Bescheid geben. Besorgt Schnicksen euch ein kleines Glas Nutella. Klar. Geht aufs Haus. Jackpot. Na, ich glaube nicht, dass es fair ist. Wenn man einen größeren Einkauf machen, dann können wir das mal machen. Aber erst, wir dürfen es auch, wenn dann erst an der Kasse ansagen. Ja. Weil wenn man es vorher macht, dann würde ich ja voll viel nehmen, dass du niemals 5.437 schätzt. Ja. Weil ich den ganzen Manuka-Honig kaufe. Auch wenn es unten drin. Ich schätze, es kostet 12 Euro. 74,30. Nur so Wraps drüber gelegt, dass man es nicht sieht. Ich bin schon so an dem Point. Ich mache mir einen Drink im Laden auf. Ah, wir sind wieder an dem Punkt, wo Schnicksen seinen Wagen vor dem Rewe auslädt. Ideal. Ich bin schon so oft hier, ich komme hier echt nur noch her, um aus dem Haus zu kommen. Es ist schon traurig. Ja, einladen. Geht es da rein, Schnicksen? Ja. Ich werde berichten, ob es reinging. Es wird nicht reingehen. Es ist schon drin. Das habe ich schon mal gehört. Update, es hat locker easy reingepasst. Wie so oft. Unerwartet, was da alles reingeht. Stimmt, Schnicksen? Ja. Ja, danke. Gut, jetzt gehen wir da lang. Einfach nur in die Klassie-Apotheke leiten. Also im Endeffekt wollen die dich nur in die Apotheke leiten. Kauf unsere Pharmazieprodukte, Jürgen. Nimm sie mit. Wir freuen uns auf ihr Rezept. Ja, das glaube ich, dass die sich auf mein Rezept freuen. Ah, und raus soll man auch noch gehen. Das machen wir.
nachdem man ein Rezept eingelöst hat. Schickt seine Hand, macht komische Farben, aber wir, ja, er will es nicht im Vlog, also kommt sich in den Vlog, ihr wisst es. Don't you tell them that. Zu breit ist, dann kommt nur so eine Ecke in Ende raus. Ich bin durchgekommen. Ganz geil. Willkommen zu meiner Cooking Show. Wir machen French Toast nach Seife mit den Honig-Haferscheiben. Wie sie es gehört. Die hat nicht Seife empfohlen. Da hat mich der Edeka wieder reingebaitet. Aber das macht gar nichts. Im Hintergrund wird gerade ein Salat. Oder das rohe Ei abgeleckt und nee, das war nicht, würde ich nicht empfehlen. Feiert das wieder die Vlogs zu, Mann. Ja, das feiert er halt echt. Oh je, und ich habe sogar Double Trouble abgegriffen. Hier sind noch ein paar Mini-Paprika drin. Probier mal. Mega crunchy. Hä? Voll geil. Ist ultra süß. Ich will nur die innere kaufen. Ich auch. Die innere Paprika ist eine 10 out of 10 Paprika. Ich glaube, hier passen nur zwei Toastscheiben auf und einmal das rein. Sind noch mehr. Ja, wenn das der Rewe wüsste, was wir wieder für den Preis abgegriffen haben. Das hat schon mein Kühlschrank wahrscheinlich produziert. Und das ist schon ziemlich Porno hier. Und ich bin zurück. Seife hat übrigens spontan plötzlich das Haus verlassen, um Eis essen zu gehen. Weiß nicht, warum man sowas ohne machen würde. Ohne uns um diese Tageszeit. Die Uhr ist 20 Uhr. Okay. Krass. Dass der sowas macht. Spaß, Seife. Ja, Seife, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Ohne uns. Alter Verkäufer. So, drenched in eggs. Wie checkt er das, dass wir das nicht, also, ja, wahrscheinlich schon. Was checkt er? Dass wir trollen. Ich hab exakt 13 Gramm von diesem Zeug getrackt. Das muss ich jetzt auch irgendwie acen. Professional. Look at me. Look at this. Ich sag, das war noch nix. Nix geaced. Another one. Need more. Nicht so wie die alte beim Metzger. Die alte beim Metzger. One shot 900 Gramm. Und was sagt sie? Das ist was. Hammer. Also dafür, dass es der erste French Toast seit Valencia ist, würde ich Presentation eine solide 4 von 10 geben. Da geht mehr. Endstation, totale Aussteigen.